Sponsored by GamesPlanet.com. Darin, let's play. Ja, damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zum Watch Dogs Let's Play. Wir sind hier gerade vor dieser seltsamen Garage und ich möchte wissen, was da drin ist. Aber ich glaube, da muss man irgendwie mit den Kameras machen, weil da oben so eine Stromlinie hochführt, die ich gerade mal so entdeckt habe. Na, wo sind Kameras? Da oben ist eine Kamera. Vielleicht muss man da irgendwas... Ne, das geht da hoch und wieder runter. Das macht keinen Sinn. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Ach so, das geht hier im Boden. Dann geht es jetzt hierher. Dann geht es ja einmal um das Gebäude. Dann geht es da hoch. Dann geht es da hoch. Toll, jetzt brauchen wir doch wieder Kameras. Aber Kameras, die da oben hingucken. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und da oben scheint das auch zu bleiben. Das Signal oder wie auch immer. Hä? Wie soll ich denn da oben hingucken? Da ist schon wieder so ein Rätsel. Wenn ich nicht wirklich verstehe. Ja. Oder. Ach, da vorne ist so eine Leiter. Kann ich damit da hoch? Wenn ich da an die Leiter dran springen kann, dann. Ah ja. Ach, okay, okay, okay. Nichts mit Kameras. Einfach mal selbst vorbeischauen. Entriegeln. Und jetzt müsste das Tor da offen sein. Genau, das ist schon so blau am Leuchten, da die Stromlinie. Und mal gucken, was da drin ist. Vielleicht eine von diesen Waffenkisten, von denen wir schon mal gehört haben. Sesam, öffne dich. Heilig nicht. Ah, ich glaube, das ist so eine. Scannen. Exported Chocolates. Windy City. Splitter, oh, Splittergranate, geil. Audio-Lock. Ich hab das Paket da abgelegt, wie vereinbart. Erstmal zum Test. Probier sie aus, gewöhn dich daran. Wir rufen in ein paar Wochen an und sehen dann, ob wir ins Geschäft kommen. Mich hat einer beklaut. Oh, Entschuldigung, ich dachte, das ist das Auto, mit dem ich hergekommen bin. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich habe doch jedes Mal ein neues Auto. So, hier ist, glaube ich, Verbrechen im Gange. Machen wir einfach mal. Wenn wir schon mal hier sind. Und da ist auch ein, ja, so ein Wahrzeichen, was wir uns noch angucken können. So ein paar Meter weiter. Oh, verdammt, der hat Geld. Oder? Die haben, ne, in dem Viertel haben die nicht so viel Geld. Da gab es ja schon mal mehr. Ah. Wo ist das Opfer? Abergläubisch. Ich muss den Kerl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Wo will er denn hin? Ich mach gleich mit da, ey. Dann gehe ich da hin und mach mit. Und? Hast du dich schon entschieden? Ja, ich werde das. Yo! Ich habe eine Nachricht von Arak. Ich hab dir nichts zu sagen. Stirb! Haha, von wegen stirb. Hier, Knüppel vom Kopf. So geht das. Was, der leidet dann irgendwas an Kopfschmerzen? Ach, bösartigem Narzissmus. Ja, von mir aus. Wo ist denn da der Unterschied? Opfer unverletzt, cool. Noch mehr Geld. Cool, Waffe freigeschaltet, weil ich so ein fetter Konto-Hacker bin. Aber das sah aus wie eine Pistole. Wir benutzen keine Pistole, außer die, die wir schon haben. Und was ist das für ein Wahrzeichen? Das ist irgend so ein Ghetto-Haus. Ah. Wie Ellie. Okay, von mir aus. Viceroy Ellie wird das wohl heißen. Und was hat es da nochmal mit den... nein, Fixaufnahme machen wir nicht. Mit den Augen auf sich, waren das nicht so... Wohnung, die man hacken konnte, wo man dann da drin irgendwie so einen Router hatte und dann so eine Laptop-Kamera oder so. Pissen die hier? Nein. Ach da, Schwachstelle erkannt. Ermöglicht Zugang zu deren Internet, wenn wir hacken.
Wenn wir, la la la, wenn wir die Stromlinie erstmal ganz weit verfolgen, so wie es aussieht. Ist ja voll die Action. Jetzt muss ich da aufs Dach oder wie? Ah, Kacke. Was will denn der? Blumenagenten. Blumenagenten sind äußerst geschickte Hacker, die sich unter den Zivilisten verbergen. Also der gerade vor mir steht, der mich so doof anguckt mit der roten Käppi. Blumenagenten können erkennen, wenn sie versuchen, ihre Handys zu hacken. Aha. In diesem Fall, wenn sie versuchen, sie bei der CTOS-Zentrale zu melden. Ja, hätten sie wohl gerne. Wenn sie erfolgreich Meldung gemacht haben, wird ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Andere Spieler können dann in ihr Spiel eindringen, um sie das Kopfgeld zu verdienen. Mit der Blumen-Hotline. Wie ist ihr Status? Weg damit. Weg damit. Genau, verpiss dich. Ich wollte ihn eigentlich verkloppen, aber gut, schubsen reicht. Dann hätte der wohl gerne mich hier anschwärzen, nur weil ich denen sein Geld geklaut habe. So ist das eben. Besorg dir ordentliche Firewall und alles für dein Handy. Dann wirst du auch nicht gehackt. So. Ach, ja. Lauf den langen Weg oder den kurzen. Ich wäre jetzt fast den langen gelaufen. So, Zeit, das Gebäude hier zu hacken. Da gibt es dann bestimmt wieder ein paar lustige Szenen und hast du nicht gesehen. Da. Hä, ich habe doch die Schwachstelle... Pff. Was habe ich denn da entriegelt, wenn es nicht das war? Oder ist das zeitlich gekoppelt? Nee. Okay, das geht daher. Ah, wahrscheinlich ist hier... Jetzt wird hier aber Geld gemacht. Wahrscheinlich... Ja, hier oben ist wahrscheinlich noch so ein Kasten, so ein zweiter Kasten, den ich aktivieren muss, weil das nach dem Kasten hier nicht mehr weitergeht. Ganz viel Kasten und da ist es, ja. Gut, jetzt müsste das aber funktionieren. Wären wir doch mal den langen Weg gelaufen. Danke. Neues Fahrzeug verfügbar. Irgend so ein GT. Kann man benutzen, wenn man will. So. Fremdzugriff. Oh mein Gott. Was macht der denn da? Der Baby schreit im Hintergrund und der holt sich da einen runter. Ich will den nicht angucken. Alter, der Albträume, gib dein Geld her. Zum Glück hat er die Kamera auf sein Gesicht gerichtet, ey. Geschiedener, alleinerziehender Vater. Warum wohl? Okay, Süße. Schon okay. Alles gut. Daddy hat eh nichts zu tun. Okay. Ja. Genug da, drum Gestöhne gehört. Pass doch mal auf. Was? Entschuldige dich, Arschloch. Was? Kollegin. Vielleicht kannst du wirklich was bewegen. Ich hoffe es. Ja, das hört sich schon besser an. Weißt du, erst sie anmotzen und dann kriegst du Komplimente. Das sind die Frauen. So, wir fahren 5 Meter. Steigen wieder aus. Ja, ich hätte auch noch 5 Meter weiterfahren können. Weil da vorne ist wieder so ein Wahrzeichen zum Angucken. Und dann machen wir mal den Verbrecherkonvoi. Das war ja ganz witzig, wenn ich dann unsere Mafia am Anfang denke, wo wir ganz oft verreckt sind. Sehenswürdigkeit. Das Haus von Lloyd Pinkerton. Und wo ist das Haus von Jesse Pinkman? Gibt es das auch hier? Ah ne, das war ja irgendwo in so einer Wüste. Nicht in Chicago. So. Da müsste man mal neu lackieren hier. Wieso verschwinden immer die Wahrzeichen von der Map, wenn ich im Auto einsteige? Das mag ich nicht. Hier war doch irgendwo was. Mann, jetzt kann ich... Ich verstehe das nicht. Warum läuft der denn weg? Machst du neuerdings Sport? Willst du abnehmen? Oder hast du Angst vor mir? Ich bin doch nur der Rächer. Oho. Ah, hier. Irgend so eine Brücke. Oder nee, das Horrorhaus. Okay. Horrorhaus. Haben wir angemeldet. Ich weiß nicht, wo hier ein Horrorhaus ist. Es ist vielleicht eine horrormäßig gebaute Brücke oder so, aber... Oder ist hier irgendwo ein Eingang? Ist hier tatsächlich so ein Horrorhaus? Nee, ich sehe nichts. So. Holen wir unser Auto wieder ab, das da ganz hinten wieder abgestellt wurde. Selbsternanntes Medium. Ja, ja, das sind die Besten, Mann, ey. Die informieren sich vorher irgendwie und dann erzählen die denen irgendwas, was die hören wollen und dann kriegen die Geld. Und dann, oh, ja, oh. Und die haben ja diese Gabe, dass die das, die erzählen ja nur Sachen, die dann
sowieso höchstwahrscheinlich passieren würden. Und dementsprechend ist so ein Medium dann auch immer korrekt mit dem, was die sagen. Das ist auch so schwer. Das ist wie, ja, keine Ahnung. Kannst auch einen Privatdetektiven engagieren, der sagt dir genau das Gleiche, nur nicht so mit schönen Worten. Der guckt sich auch dein Leben an und alles. So, Verbrecherkonvoi. Das wird lustig, wir werden wieder von Mafiosi abgeknallt und alles und wir werden sterben. Das ist ja unser Hobby hier. Ja, ich sterb ganz gern so mal einmal in der Episode. Das muss ja mal sein. Aussteigen. Und Konvoi starten. Dieser Typ macht irgendeinen Initiationsscheiß für die Viceroys. Also willkürlich Leute umlegen, um zu beweisen, dass sie sich trauen. Ich werde diese Arschlöcher ausschalten. Irgend so ein Initiationsscheiß. Okay, das ist die Strecke, die der Konvoi fährt. Und wir müssen den, glaube ich, wieder ausschalten, bevor der, genau, das Ziel erreicht. Ah, der kommt hier vorbei. Der kommt hier jetzt sofort vorbei. Dann kann ich die auch hier direkt abknallen. Ich habe hier doch meine Deckung. Und Granaten werfen ist mit G, ne? Oder mit Alt. Oder mit G. Und dann muss ich die jetzt ausrüsten. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe gar keine Granaten. Irgendwie. Warum? Ja, halt die Klappe mit deiner Waffe. Ja, natürlich die Waffe eben so lange weg, bis die da sind. Na los! Wieso hab ich... So, einer an dem Auto ist schon tot, aber das Ziel natürlich noch nicht. Ich habe, glaube ich, den... Anscheinend ist der Beifahrer nicht das Ziel und ich habe den Beifahrer getroffen. Ich habe einen Zivilisten verletzt, tut mir leid. Okay, wir brauchen hier draußen Verstärkung. Genau. Wir sind da, wie? Wir helfen uns, den Lutzer zu kriegen. Scheiß drauf, ich ramme ihn einfach. Na komm, stell dich nicht so an. So, nein. Den fahren wir platt. Verdammt, oder auch nicht. Der springt mich über den Zaun, aber das ist egal. Können wir trotzdem platt fahren. Töten Sie die Verfolger? Ja, komm. Wir sind hier gerade auf so einer schicken Baustelle, wo wir gut in Deckung gehen können. Da können wir die auch abknallen eigentlich. Verdammt, die kommen von hinten. Hahaha. Oh, der hat's überlebt, der eine. Hey, 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 jetzt macht mal hier halblang, ihr Schweine. Oh. Die schießen aber einfach mal drauf, so. Granate? Oh. Ach, wo hat der die denn hingeworfen, der Idiot? So. Oh, da traut sich aber einer. Mann. Oh, der geht mir da auf den Sack, der mit seiner Knarre. Boah. Spasti. So, wo sind denn die letzten beiden? Da sind, müssten zwei noch sein. Ach da. Ja. Kletter über dem Zaun, aber du warst ein bisschen zu langsam. Hier. Hallo, ich schieße deinen Reifen kaputt. Oh, oh. Das eine Auto möchte ich aber gleich fahren. Das ist ja so ein cooles Viceroy-Auto. Jawohl. Geschafft. Und jetzt, das sieht doch noch gut aus. Das hat wieder diese coole Lackierung und auch geile Innenausstattung, so orange. Das hat ja was. Und das fährt auch ziemlich smooth. Hier, du Spasti. Über dem Kopf gefahren. Da muss ich rausschneiden, das ist zu brutal. So, dann können wir jetzt hier wieder so einen CTOS-Turm hacken, bevor wir dann da die Mission machen, die direkt nebenan ist. Das passt ja alles perfekt zusammen. Der Jordi, der wird schon längst an den Dock sein und der Batmat auch und der andere... Ne, noch ein Verbrecherkonvoi nicht, ey. Oh, wieso? Sind da gerade kurz die Bullen aufgeblinkt? Auf der Map und dann waren sie wieder weg. Hm.
egal. Wenn sie mich nicht suchen, ist das gut für uns. Was denn jetzt schon wieder? Oh, ich will gerade online rennen, Mann. Die checken das nicht. Ich bezweifle an so manchen Stellen wirklich, ob der Navi uns die schnellste Route zeigt. Das Ding ist doch im Arsch. In manchen Autos. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das war bestimmt nicht der schnellste Weg. Wir sind einmal im Kreis gefahren fast. Aber Halbkreis zumindest. So. Bin auf der Straße wieder geparkt. Das ist ja auch so ein Hobby von uns. Hey, Bock auf einen digitalen Trip? Oh ne, schon wieder so einer. Einen digitalen Trip? Du sitzt automatische Waffen. Ja, die Frauen hassen immer irgendwelche dummen Bastarde. Ja, das ist dann entweder der Ex oder, nee, da kann man nicht drauf. Oder hast du nicht gesehen? Wie komme ich denn da hoch? Da sind schon wieder solche Stromlinien. Ja. Da das hier so baustellenmäßig aufgebaut ist, könnte es hier irgendwo so einen Gabelstapler geben oder... Oder Leitern wieder, die man ganz leicht übersehen kann. Beziehungsweise ich übersehe soweit ja immer gerne. Ah, hier, guck mal hier. Das ist schon der Lift. So, perfekt. So, hoch da. Hallo. Bekannt für häufige Beschweranrufe. Ach so, ja, mach dann mal. Ach, verdammt. Ich hoffe, ich kann das von hier hacken. Ja, da ist eine Kamera, das sieht gut aus. Meistens ist das ja, dass man das von der Tür aus hacken kann. Aber, ja, meistens ist nicht immer. Kauft Musik online, nee. Ja, von hier ist aber keine Kamera mehr, die weiterführt. Das ist scheiße. Mann! Bin ich hier umsonst raufgeklettert. Oh, jetzt weiß ich, ja, wir wissen auf jeden Fall, wo wir her müssen. Also, wo die Tür ist, das wissen wir schon mal. Mann! Online-Rennen. An alle Rennfahrer. Rennstrecke wird runtergeladen. Anscheinend haben wir genug Teilnehmer, um anzufangen. Ihr kennt den Ort, viel Glück. Ich mach doch gar nicht mit. Warum schickt der mir das? So, da oben. Da drin. Da muss ich... Ah, mit der Kamera, da kann ich da vielleicht reingucken, so. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn ich das vielleicht doch von da hinten machen können. So. Ja gut, das weiß man ja nicht. So. Hier, Lift. Komm da wieder runter. Und mach wieder an. Drüber springen. Bisschen Assassin's Creed. Das ist noch immer zu. Ach, ist das ein Mistdreck hier. Was? Boah, ey. Ich hasse sowas. Ja, Verbrechen, das ist mir egal. Ich habe gerade hier ganz andere Probleme. Oh. Da geht es doch rein. Oh, ey, was ist denn hier noch? Ah ja, jetzt. Boah. Ist das blau? Sonst gehe ich da gar nicht. Ja, ist blau. Sonst wäre ich da gar nicht jetzt hochgegangen, ey. Schwachstelle erkannt. Hey. Laufen. Ja, wir waren so gerade so ein bisschen im Gelände am Rumspringen. Im Gelände. Und wir laufen hier jeden Weg viermal oder fünfmal oder sechsmal. Ist ja egal. Jeder Gang macht schlank. Nicht, dass der Aiden das braucht, aber ja. So, was hier, wie? Ach so, hier durch. Ach so. Das steht hier drin diesmal. Das ist ja mal was ganz anderes. Dann gib mal her hier den Turm. Der gehört jetzt auch uns. Zack, Barcode-Scanner benutzt. Und fertig. Nummer 9. Von 18, glaube ich. Dann haben wir jetzt die 50%-Marke bei den Türmen erreicht. Wenn es 18 sind. Ich weiß es nicht. Können auch 27 sein oder so. Ich habe aber irgendwie die Zahl 18 im Kopf. Und es sind... 13. Dann sind wir schon fast fertig mit den Türmchen. Ha, ha, ha. Ich habe nichts. Wie viele Punkte haben wir? 4. Ja, mal gucken, was wir da beim Hacken machen können. Kommunikation der Gegner stören. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung in ihren Headsets zu verwirren. Ja. Dampfleitungen.
Erhalten Sie Grünlaufleitung unter der Straße zu überlasten. Das ist gut, wenn uns die Bullen verfolgen. Dann fliegen die Autos von den Bullen auf einmal so weg, weil da auf einmal irgend so eine Dampfexplosion unter der Straße geschieht. Das hört sich auf jeden Fall gut an. So, dann gehen wir jetzt hier zum Hauptauftrag weiter. Hat über verdächtige Lieferung kommuniziert. Ja, die verdächtige Lieferung von dieser etwas korpulenteren Dame, die gucken wir uns dann in der nächsten Aufnahme an. Und danach geht es dann auch direkt flugs weiter zum Dock, wo schon der Jordi, ja, ein paar Stündchen bestimmt auf uns wartet und sich schon fragt, wo bleibt der eben denn? So. Wir wollen ihn nicht länger warten lassen, deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss.